Das finde ich sehr gerecht. Ein Glimmerstaub, alles klar. Die sind hier auch so ein bisschen auf Drogen, scheint mir. Ein Hinterzimmer. Oh, Entschuldigung. Ach komm. Hier möchte jemand nicht gestört werden. Okay, eigentlich müsste da stehen, eine Frechheit. Okay, da will jemand wirklich nicht gestört werden. Ist hier noch irgendjemand sonst anzusprechen, außer dass ich jetzt gleich Geld dafür bezahlen müsste? Ascha. Ja. Nee, Ascha nicht. Namend, Haru, die sagen aber sonst nichts. Hier ein Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Hof. Das muss man ihm lassen. Aber grundsätzlich sagen sie nichts Negatives darüber, ne? Hatte ich sie ihm? Nee, auch nur Prostituierte, okay. Ja. Okay, die silberne Wolke. Dann war doch da eben noch... Hier oben geht es auch noch weiter, ne? War da nicht noch vorhin noch das Gast- und Gasthaus? Altes Lager. Ich... Wow! Ja, geht's noch? Eine Muratte? Was ist denn eine Muratte? Shit, ich bin tot. Alle. Oh, die ist so groß wie ich. Eine Muratte? Willst du mich ohne pippeln? Mensch. Oh. Das kann man nicht angehen. Mann. Festigt-Ausdauer ist mir jetzt egal. Auch das soll gefestigt werden und bitte das. Das ist alles andere ist mir egal. Springst du mich jetzt an? Ich möchte blocken und dich da einmal mit stunnen ganz gerne. Ja! Nein! Nein, 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 nein. Oh Mann, nein. Oh, shit. Verdammt, ist das Biest heftig. Vor allem das Schlimme ist, es hat so gespeichert, dass ich da gleich, wenn ich jetzt lade, oh, komme ich da sofort wieder rein. War das das? Feuerblitz? Was ich ganz gerne hätte. Ich glaube, ja. Wollen wir mal eine Mischung machen? Aber es bringt auch nicht. Ich glaube, wir machen mal eine Mischung aus dem hier. Nein! Oh, jetzt bin ich auch noch in dem blöden Dingsfenster drin. Das kann man nicht angehen! Das kann man nicht angehen. Jetzt komme ich jedes Mal... Warte mal, ich muss mich ganz schnell umdrehen und da raus. Oh, danke. Okay, das lassen wir mal. Sag mal, bin ich so schlecht, so schwach noch oder keine Ahnung, was, dass ich das nicht schaffe? Anscheinend, okay. Gut. Wow, also, das merken wir uns, da wollen wir momentan nicht rein. Arenaplatz. Ich komme gerade aus einer Arena, wenn man es so will. Wo führt mich das denn jetzt hin? Hier trainieren sie. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Eine zwielichte Gestalt? Die sieht genauso aus wie die anderen. Warum wird sie jetzt als zwielichtige Gestalt angesehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier sind also nur zwielichtige Gestalten? Westkanal. Ich habe solchen Hunger. Oh, dafür konnte es aber jetzt eben noch gut angelaufen kommen, wenn ich das mal so sagen darf. Maddox Helfer. Maddox? Boxer. Zwielichtige Gestalt. Okay.
Sand. Sharim Ralatar? Zwielichte Gestalt heißt das übrigens. Zwielichte Gestalt. Wohnbarke Schimmelholz. Schlüssel, okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal zurück, weil ich so richtig hier auch nichts anfangen kann. Und dann war ja immer noch da der, wie hieß der faule Hund? Das Gasthaus? Ich glaube ja. Da müssen wir auch noch hin zurück. Sollten wir hier nicht auch dann die Schwester von dem Händler finden? Erstmal wieder zurück, den ganzen Weg. Einen Groschen mit Anstand mehr. Oh, hier waren wir hier schon. Auf dem Marktplatz waren wir noch gar nicht. Wohl. Ne? Schreitet wohl. Unterstadt Marktplatz, das ist ja der Wahnsinn. Was ist hier? Wie weitläufig das alles ist. Das ist echt irre. Also, es tut mir leid, aber dem kann ich überhaupt nicht anders als dem gerecht werden und mir alles angucken. Es ist doch Wahnsinn. Ich meine, Skyrim war für mich schon eine wahnsinnig tolle Welt. Tolle Spielwelt. Immer wieder. Aber diese Erweiterung hier, das ist. Wow. Das nehme ich einfach mal alles mit. Lasst mich. Was? Lasst mich einfach in Frieden. Wie bitte? Weitergehen. Geht's noch? Zock, Bahn und Söhne, okay? Ist das ein Laden, ne? Zock, Bahn und Söhne. Huch. Das ist aber mal eine Pilzzucht hier. Na, ich will denen jetzt hier nicht ins Allerheiligste gehen, ne? Stehlen will ich auch nichts. Büste von Wunae Yonut. Und der schläft auch. In Ordnung. Also wahrscheinlich nachts, also von daher. Aber selbst das bekommst du hier unten auch nicht mal mit, welche Tageszeit. Zorgbans Keller. Dem kann ich aber einen Groschen geben. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Gerne. Heimatloser. Kann ich hier... Nee, ich will mir davon nichts nehmen. Könnte ich... Ich könnte mir was davon nehmen, will ich aber gar nicht. Ich will den nichts wegklauen, essen oder... Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Es ist das Leben, Natalia. 100 pro Bündel und keinen Groschen weniger. Ach, hol dich doch die Pest. Möge dein Weg stets eben sein, Medan. Was? Gestartet das Unvermeidliche hinauszögern. Wow! Was war das eben? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Vielleicht kann ich euch ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Warum seid ihr so gehässig? Ich weiß nicht. Ihr scheint in Ordnung zu sein, aber man merkt euch an, dass ihr nicht von hier kommt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein Sonnenkind sich für meine Probleme interessieren sollte. Gut, ich kann mir vorstellen, warum sie so gehässig ist. Ne? Wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatyrensohn da drüben, Kaba Torval, er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Windwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja,
Und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Ah. Das ist nochmal nachfragen, oder? Das ist eine doofe Frage. Könnten die Seid ihr Apothekarier? Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Okay. Das frage ich nicht, ganz ehrlich. Das ist doof. Das ist teuer. Die haben kein Geld. Das ist mir schon vollkommen klar, dass sie die nicht einfach woanders herholen können. Also, wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Winwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Winwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Irgendein Verdacht, warum dieser Kaba das tut? Er muss doch wissen, was auf dem Spiel steht. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Vielleicht könnte ich ja mal mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Ihr müsst mir nichts geben. Na dann viel Erfolg. Na gut, Kaba, der zufällig die gleiche Synchronstimme hat wie Jesper. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, den nicht gleich zu hassen, obwohl er so fies ist. Kaba Torwall. Ja, komm mal hier vorne her, bitte. Ich muss dringend mit dir reden. Hey, ihr verkauft also roten Winwurz? Oh, beim Namen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Ja, ich könnte mir ihn einfach so nehmen, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, wenn die Apothekarii nicht bald Nachschub bekommen, gehen eine Menge Leute vor die Hunde. Ist euch das wert? In der Oberstadt würdet ihr den Wurz auch nicht günstiger bekommen, also stellt mich bitte nicht als Wucherer dar. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht, glaubt mir einfach. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. Das ist schwierig. Ich möchte es eigentlich nicht stehlen. 300 Groschen ist verdammt viel. Und ganz ehrlich, wenn ich dem... Wenn ich ihm jetzt einen vollkommen überwucherten Preis zahle, und das soll es ja sein, ein überwucherter. Wie viel würde er dann beim nächsten Mal dafür haben? Mache ich es dann besser? Oh Mann. Aber ich möchte nichts stehlen. Das ist Mist. Ich will das nicht. Ich finde aber beides doof. Stehlen ist doof und... Und die Mohnblume, der wir eben gesprochen haben, könnte man könnte ja sagen, wenn sie hingeht zu ihm, mit ihm spricht und er sagt, es kostet so und so viel, sie sagt, verdammt, ich habe das Geld nicht, dann haben wir alle, dann werden eben alle sterben, es geht nicht anders. Das heißt, sie kommt auch nicht auf die Idee, seinen Schlafbereich zu durchsuchen und ihm das zu klauen. Also werde ich das erst recht nicht machen. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich so viel Geld habe. Komm, ich gebe ihm das Geld. Ich werde es bereuen, aber ich gebe ihm das Geld. Hm. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hatte mit einer Predigt gerechnet. Hier, bitteschön. Und richtet Natalia schöne Grüße aus. So, wir könnten nochmal Winwurz kaufen. Für 300 Groschen. Willst du mich vor Runde piepeln? Wenn das so weitergeht, dann, Oh.
Kabar zeigte sich in den Verhandlungen wenig kooperativ. Wenn ich also dem Haus der Apothekarie irgendwie unter die Arme greifen will, muss ich die 10 Mittel selber kaufen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass Kabar die Sache selbst auch nicht gerade angenehm war. Vielleicht sollte ich auf jeden Fall einen Blick hinter die Vorhänge werfen. Wir haben zwar jetzt was gekauft, aber noch könnten wir... noch was in Gang bringen. Okay, wir lesen einfach mal das Buch, was ich jetzt eben gerade genommen habe. Buch. Nacht. Lesen. Die Nacht umschlang den Gutshof intensiver als sonst. Dichte Wolken schoben sich vor dem Nachthimmel, der sonst immer einen sanften, blaublassen Schimmer über das Land legte. Die Felder der Bauernküste, deren frisches Grün in dieser Finsternis nicht einmal erahnt werden konnte, umringten den Hof, der etwas abseits an einem flachen Hügel gelegen war, auf dem weiter oben einige Bäume wuchsen. Im Dachzimmer des Wohnhauses lag ein Junge wach, eine fürchterliche Unruhe war ihm ins Mark gekrochen. Vielleicht war es auch die schwere drückende Dunkelheit, die ihn an Schlaf hinderte. Doch fasste er den Mut, aufzustehen und nach draußen zu schleichen, um dort vielleicht dieses bedrückende Gefühl abzuwerfen, das ihm nun schon länger über den Schultern hing. Um die Dunkelheit wenigstens ein Stück weit zu vertreiben und den Boden vor seinen Füßen zu erleuchten, nahm er eine Laterne mit. Es war ihm wohl bekannt, welche Stufen der alten Holztreppen knarrten, so dass er sie bei seinen vorsichtigen Schritten vermeiden konnte und gänzlich unbemerkt nach unten bis zur Küche schlich. Durch das Fenster konnte er auf den Weg blicken, welcher die Felder begrenzte, und sah einen Karren ganz unbeleuchtet in Fahrtrichtung Arg entlang kriechen. Schnell wandte er den Blick ab und entschwand durch die hintere Tür nach draußen. Mit dem frisch entzündeten Kerzenschein in der Hand ging er durch den Kräutergarten hinter dem Haus, schritt am Brunnen vorbei, doch als er am großen Stall vorbeikam, bemerkte er, dass auch viele der Tiere unruhig waren. Schliefen sie doch sonst so fest? Er erklomm die Leiter hinauf zum Dachboden, der als Lager für das Heu der direkt darunter ruhenden Tiere diente. Die Laterne stellte er auf eine Werkzeugbank. Dann ging er hinüber zum Heu und bettete sich darauf, wie er es auch sonst in den warmen Sommernächten häufig tat. Er lauschte den Tieren, dem Rascheln und Schnauben, und auch sie hörten ihn. Das Tapsen der Kinderfüße auf den Holzdielen war ihnen wohl vertraut. Sodann tat er doch ein Auge zu und bald darauf auch das zweite. Ein lautes Quieken riss den Jungen wach. Oder schien es ihm nur so laut, da die Stille seine Ohren schärfte? Doch ehe er sagen konnte, welches der Schweine ihn weckte, kehrte wieder Ruhe ein. Dann sah er, dass durch die Dachluke ein wenig Licht hereinschien. Vorsichtig richtete er sich auf, ging ein paar Schritte nach vorn und blickte durch den hölzernen Rahmen einem Wolkenloch entgegen, das vom altvertrauten Sternenlicht gefüllt wurde. Da packte es ihn plötzlich von hinten. Wie Krallen bohrte sich etwas in seine Schultern. Er wollte schreien, doch sein Mund blieb stumm. Seine Augen fielen zu, seine Arme waren schlaff, die Knie weich. Er wurde nach vorn gedrückt, nach hinten gerissen, zur Seite gestoßen, doch nicht umgeworfen. Dann löste sich der Griff auf einmal. Der Junge stolperte nach hinten, und ehe er sich abstützen konnte, krachte seine rechte Schulter gegen die Werkzeugbank, und die Laterne wurde zu Boden geworfen, wo ihre Scheiben zersprangen und die noch brennende Kerze herausfiel. Augenblicklich hatte sich etwas Stroh entzündet, und als wäre es ein angeborener Reflex, stürzte er sich mit einem Sprung nach vorn auf die Flammen. Er spürte, wie sein Hemd von den rauen Holzdielen aufgerissen wurde und sich die Glasscherben und die brennenden Halme in seine Haut drückten. Doch erfüllte ihn die Gewissheit, einen Brand und den Tod aller Tiere verhindert zu haben, mit wohliger Erleichterung. Es musste Malfas Gunst gewesen sein, die ihn zu dieser Tat bewegte. Langsam drehte sich der Junge um und blickte nach oben.
Für einen Augenblick sah er dort im Dachfenster eine hässliche, gehörnte Fratze, aus der ihn waagerechte Pupillen anstarrten. Eine Eiseskälte durchfuhr ihn, bevor der Kopf verschwand und er mit der Dunkelheit alleine zurückblieb. Doch wenn Malphas ihn auch gerettet haben mag, was machte dieses Wesen hier? Warum griff es ihn an? Worum ließ es von ihm ab? Warum ließ es von ihm? Würde es wiederkehren? War es eine Prüfung, ein Streich, ein Fluch, ein Zauber? Ein Strudel aus Fragen hielt ihn in jenem Zustand zwischen Bewusstsein und Traum gefangen. Und erst, als der Hahn zum Morgen krähte, rissen ihn die schmerzenden Wunden allmählich zurück in die Wirklichkeit. War es das überhaupt, was wir finden sollten, was wir suchen sollten? Wahrscheinlich nicht, aber wir hätten doch hier reingehen können. Ach, der Zettel ist es gewesen. Entschuldigt. Kaba. Könnten wir mal eben das wegmachen? Sobald wie möglich in der Leichengrube. Keine Waffen, keine dummen Ideen. Okay. Leichengrube. Hier geht's auch noch weiter. Achso, das sind auch alles nur Betten. Schlafmöglichkeiten. Betten kann man es auch nicht mal nennen. Leichengrube. Ja, ich möchte schon ganz gerne, aber ich würde das jetzt erstmal eben ganz gerne verfolgen. Das ist vielleicht eine unkonventionelle. Ja, Kabars Treffen mit dem Unbekannten beiwohnen, das möchte ich ganz gerne. Ist nur die Frage. Nein. Steck weg die Waffe, danke. Nein. Ich hätte ihm das Geld gar nicht geben brauchen. Ich möchte aber auch dem Treffen beiwohnen. Verdammt. Ich wollte eigentlich hier gucken. Das heißt, wir müssen... Da war ich ja eben schon in der Gemeinschaftsbaracke. Wir müssen raus. Aber er geht da auch nicht hin, ne? Und wir können auch, glaube ich, hier von hier aus da nicht hin, oder? Es gibt keinen direkten Weg hier raus. Ist das richtig? Ja. Zumindest habe ich hier keinen gesehen. Das ist einfach nur durchsuchen Bücher. Oh, das nehme ich aber diesmal mit. Das haben wir aber schon gelesen. Dann war es nämlich das Erste, was wir gelesen haben. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ein Leitfaden von Prinz Meets Poesie. Ah, das nehme ich aber mit. Ist das der auf dem Platz da seine eigenen Sachen vorgetragen hat? Das können wir tatsächlich alles mitnehmen, ohne dass es Diebstahl ist. Das ist angenehm. Den Brief haben wir ja schon gelesen. Okay, also von hier aus... Schon mal nicht. Ich nehme hier auch kein Bett weg. Und hier, von hier aus war ja auch nichts, ne? Dass ich irgendwas übersehen habe. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Weil ich weiß, dass hier kein Charakter den benutzen wird, sondern der wird da immer noch stehen, wenn wir das Spiel beenden. Also von daher... Gut, dann müssen wir erstmal hier raus. Das heißt, wir laufen mal eben den ganzen Weg zurück. Ja, bevor ich ihr das jetzt auch gebe. Kommen wir von hier aus da irgendwie hin? Wäre ja irgendwie schon fast logisch, ne? Leichengrube. Leichengrube. Oh, ich werde sterben. Ich
werden wir auch, glaube ich, gleich mal eben zwei Schwerter ausrüsten, weil das mit dem... Oh, Mann, nein, nicht schon wieder!